Hallo zusammen, ich bin's wieder, Nicole von Stamp Up Your Life. Ja, wir sind ja alle immer noch auf wenige soziale Kontakte eingeschränkt. Also ich habe hier Gott sei Dank meine Familie um mich rum. Aber es ist nun mal so, es gibt auch Menschen, die alleine sind oder die Kassiererinnen, die den ganzen Tag durch diese Corona-Krise jetzt wirklich Stress haben. Und ich dachte mir, eine Kleinigkeit, die wie eine Umarmung wirkt, ist jetzt vielleicht eine richtig gute Idee. Und da habe ich mir das Stempelset aus der Celebration zunutze gemacht und eine kleine süße Umarmung gebastelt. Die Verpackungsidee ist jetzt auch nicht neu. Ich weiß nicht, wer die ursprünglich mal gemacht hat, aber die ist jedenfalls gemacht mit unserer Etikettenstanze. Und wenn man sie öffnet, ist im Innern sind zwei Joghurtriegel drin. Ja, ist einfach hier nur durch eine Schleife verbunden. Und man kann die zum Beispiel der Kassiererin geben. Oder ich bin jetzt hier, ich gehe einkaufen für Leute, die in häuslicher Quarantäne sind. Und ja, dann gibt es mal eine kleine Aufmunterung dazu. Ja, und wie man diese kleine süße Verpackung macht, das will ich euch heute zeigen. Und zwar, ich lege es mal hier oben in die Ecke. Hier sieht man es. Braucht ihr, um die Box zu machen, ein Stückchen Blütenrose habe ich genommen. Es kommt halt eben auch auf euer Designerpapier auf. Ich habe hier noch so Stücke von dem Magnoliengruß Papier liegen. Das habe ich verarbeitet. Und zwar braucht ihr ein Stück. Ich habe jetzt, wie gesagt, Blütenrosa genommen in 9 x 11 cm. Und ihr legt euch jetzt die lange Seite in den Papierschneider und falzt auf beiden Seiten bei 1,5 cm. Also beide Seiten bei 1,5. Und die kurze Seite falzt ihr bei 1 cm, bei 2,5 cm. Bei 6,5 und 8. So. Und dann können wir auch schon die Box zuschneiden. Und zwar schneiden wir uns hier oben die Seite ein. Das kleine schmale Rechteck schneiden wir weg. Und die kleine Lasche schrägen wir an. Das ist eine Klebelasche. Und das machen wir so auf allen Seiten. Also die kleine oben weg und die unten drunter anschrägen. Das gleiche hier wegschneiden und leicht anschrägen. So. Dann können wir auch schon alle Falzlinien nachgeben. Natürlich auch. So. Und können unsere Box schon zusammenkleben. Ich mache das jetzt mit Tombow. Einfach auf alle 4 Laschen über. Und die Box zusammenkleben. Helfe mal ein bisschen mit dem Falzbein nach. Und auf der gegenüberliegenden Seite auch. So, ein bisschen halten. Und dann klebt das recht schnell. Hoch. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, passen unsere Süßigkeiten jetzt auch rein. Und diese Klappen
die sind jetzt nur dafür da, weil die Box ja nicht so fest dicht ist, dass die nicht da oben rausfallen. Also die verhindern so ein bisschen das Rausrutschen. So, dann geht es schon an die Ummantelung. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück Flüsterreis. Das hat ein Maß von 5 x 21,6. Und ein Stück Designerpapier. Das hat dieselbe Länge, also 21,6, ist aber 0,5 cm schmaler. Und das klebe ich mir jetzt hier auch schon gleich auf. Ich mache das jetzt hier mal schnell mit Schnee. Und das Ganze einfach auf den Streifen kleben. So. Das Ganze legen wir uns jetzt in den Papierschneider und falzen auf beiden Seiten bei 10 cm. Also einmal so, umdrehen und einmal so. Und dann haben wir automatisch den passenden Steg für die Box. Ne? Jetzt müsst ihr euch nur noch die Enden mit unserer Etikettenstanze stanzen, also schön bis nach hinten einkleben und auf beiden Seiten. So. Also ihr solltet hier jetzt auch nicht, dass ihr hier Farbkarton nehmt und noch Designerpapier draufklebt. Ich habe hier den ganz normalen Flüsterweißen und das dünne Designerpapier. Das hält die Handstanze auch aus. Und jetzt klebt ihr euch die Box einfach in die Halterung. Ich habe mir das unten festgeklebt und zusätzlich auf einer Seite noch. Ich habe mir jetzt erst hier ungefähr die Mitte gesucht und dann die Box eingeklebt. Schön am Rand auch drücken, dass es da auch hält. Dann könnt ihr euch ja mit dem Falzbein ein bisschen helfen und dann auch nach unten festdrücken. Und ja, wenn der Kleber dann mal greift, dann hält der super. Und dann, wie gesagt, die Süßigkeit rein und dann hält das auch. Warte jetzt hier nochmal, dass es sich schön fügt. Und dann hält es auch, wenn man die Box öffnet. So, zum Dekorieren habe ich mir das Set florale Etiketten hergenommen. Und da stammt eben der süße kleine Stempel Fühl dich umarmt her. Und den stempel ich mir. Ich habe mich jetzt hier Espresso entschieden und ich stempel mir einfach den Rahmen einmal und dann einmal das Fühl dich umarmt in der gleichen Farbe in die Mitte. So. Und das habe ich mir dann, wie gesagt, mit der Handstanze ausgestanzt. So, dann habe ich mir die Blümchen, ebenfalls aus dem Set in Kirschblüte. Das ist so ein bisschen Kontrast nochmal. Ihr könntet jetzt auch Blütenrosa, das ist euch überlassen. Die habe ich mir zweimal aufgestempelt und die schneide ich wie immer mit der Hand aus, denn leider gibt es dafür keine Stanze. Ihr könntet aber auch
die kleinen Blütchen nehmen, die es zur Celebration gab, wenn ihr die habt. Das sieht auch schön aus, wenn ihr nicht so die Ausschneider seid. Einfach dann, ja, was euch eben gefällt, nehmen. Man muss ja nicht immer dem Set treu bleiben. Ich habe es jetzt hier getan. So, zweimal. Die habe ich auch so unausgefüllt gelassen, damit das Ganze so ein bisschen leichter wirkt. Und einfach mit so einem leichten weißen Rand ausschneiden. So, ihr seht, es geht total schnell. Und dann habe ich mir mit der Handstanze Blätterzweig, mit der aus Lindgrün, zweimal die Blätterchen ausgestampft. Und dann können wir die Box auch schon zusammenbauen. Zuerst müssen wir sie mal verschließen. Das habe ich mit unserem ganz normalen weißen Faden gemacht. Einfach durchziehen, abschneiden und mit einer lockeren Schleife so. Habe da jetzt kein Kunstwerk drauf gemacht, sondern wirklich nur so eine lockere Schleife gebunden und habe dann mit Dimensionals das Etikett aufgeklebt. Ich bin so ein bisschen vom Rand weggeblieben, denn ich will da jetzt ja gleich noch die Blümchen und die Zweige unterschieben, dass ich da noch genug Platz habe. So ein bisschen rechts versetzt, links versetzt habe ich mir das aufgeklebt. Und jetzt klebe ich mir mit Tombow so ein bisschen die Blätterchen auf. Wenn ihr mögt, könnt ihr die noch einmal so ein bisschen in der Mitte knicken, dann kriegen die auch noch mal so ein bisschen Struktur. Und dann einfach Tombow und so unter das Etikett schieben. Hier auch noch mal für Dimension so ein bisschen knicken. Und dann aufkleben. Die Blümchen nehme ich mir, lege sie mir wie immer so in die Hand. Ihr könnt die jetzt auch so ein bisschen drücken und mache mir die so ein bisschen Dimension rein. Und die klebe ich auch mit Tombow auf. Einmal so ein bisschen aufs Etikett. Und das zweite unterhalb. Ich glaube, hier bleibe ich mal auf der Seite. Ist mir Platz. So, festdrücken und fertig ist eine kleine Umarmung zum Verschenken. Und ja, gerade in der heutigen Zeit finde ich das eine schöne Idee. Ja, jetzt hoffe ich, meine Idee gefällt euch auch. Alle Materialien könnt ihr natürlich über mich bestellen. Und jetzt freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch oder über ein Abo. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und tschüss.